Ich habe in letzter Zeit viel nachgedacht und das ist eine Entscheidung, die definitiv nicht über Nacht getroffen wurde von mir. Und ihr müsst mich entschuldigen, wenn das Ganze nicht so einfach fällt, weil das halt wirklich. Seit 2 Jahren habe ich diesen Kanal und seit einem Jahr mache ich das ein bisschen ambitionierter. Ich wollte eigentlich immer ehrlich zu euch sein und dabei habe ich euch die ganze Zeit was verschwiegen, was wahrscheinlich das Wichtigste ist, weil es jetzt zu diesem Punkt geführt hat. Jeder YouTuber muss damit klarkommen, dass es einfach Gegenwind gibt, dass es einfach Leute gibt, die das nicht feiern und dass, wenn man sich auf so einer Plattform bewegt und sich versuchen möchte zu etablieren, dass das auch viel Kritik hageln kann, so. Es gibt Leute, die kommen ziemlich gut damit klar. Es gibt Leute, die können das Ganze ignorieren. Und ich bin ganz ehrlich, für mich ist es nicht so einfach gewesen, diesem ganzen Hate, kann man es eigentlich schon nennen, standzuhalten einfach. Und ich habe immer vorgegeben, der Typ zu sein, der nie aufgeben kann. Und ehrlich gesagt, habe ich mir und vor allem euch die ganze Zeit eigentlich was vorgemacht. Man kommt einfach an den Punkt, wo man eingestehen muss, so kriege ich das hin, kann ich das weiterhin ignorieren, komme ich damit klar oder muss ich einfach eingestehen, dass ich nicht für YouTube geschaffen bin, so. Ich habe mit meinen engsten Freunden und Familie, Bekannte geredet, Leuten, denen ich viel anvertraue einfach und viele haben mir dazu geraten, mach einfach eine Pause und das nicht nur eine Woche, nicht nur einen Monat, vielleicht sogar ein Jahr. Aber denk auf jeden Fall genug drüber nach, mach keine Kurzschlussaktion und ich kann euch versprechen, das ist keine Kurzschlussaktion, das habe ich so lange mir schon überlegt. Und jetzt in den letzten Tagen ist es einfach noch deutlicher geworden, weil ich mit diesem ganzen Scheiß einfach, ich komme damit nicht klar, ich muss es einfach zugeben, ich komme damit nicht klar, ich kann damit nicht leben und es wühlt mich einfach innerlich auf und es verletzt mich einfach extrem zu lesen, was die Leute so über mich zu schreiben haben. Jeder Mensch hat irgendwo Gefühle und ich sage euch ganz ehrlich so, dafür mache ich nicht YouTube. Und ich habe die Entscheidung getroffen, dass es mir wahrscheinlich nicht ausreicht, einfach eine Pause zu machen und Abstand von dem Ganzen zu gewinnen, weil wenn ich wiederkomme, dann wird die Scheiße wieder losgehen. Aus dem Grund habe ich jetzt einfach entschieden, dass für mich eine Pause nicht in Frage kommt und dass ich einfach andere Wege im Leben einschlagen muss, weil ich nicht glaube, dass mich das Ganze irgendwie glücklich machen kann. Ich muss mich an der Stelle bei allen entschuldigen. Ich danke euch von Herzen für die Leute, die mich wirklich unterstützt haben und die dabei waren und die jedes Video von mir verfolgt haben und die jetzt auch noch zum Schluss wahrscheinlich zu mir stehen. Aber ich bin mir sicher, dass die Leute, die auch wirklich hinter mir stehen und meiner Person, den Schritt verstehen werden. Und ich danke euch für das Verständnis. Und ich weiß zum ersten Mal einfach nicht mehr, was ich sagen soll, ey.